Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmatis 1. So, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben in Maple Creek. Und ja, haben beim letzten Mal die Tür zur Pension gekappt, können da jetzt rein. Und mal sehen, was hier in unserem Buch noch so schön steht. Der Fremde. An der Tankstelle sah ich einen Mann vor der Vermisstenanzeige stehen. Er war scheinbar genauso überrascht. Er riss plötzlich das Plakat ab und rannte in den Wald. Wer ist dieser Mann? Warum riss er das Plakat ab? Meine Vermisste? Riss das Plakat ab und floh. Es war eine Vermisstenanzeige. Gut. Aber wir gehen erstmal hier in die Pension rein. Da stehen Pumps. Okay. Ein sehr schneidiger Mann. Ein Prediger, wie er im Buche steht. Warum lag dieses Bild vor dem Eingang der Pension? Gut, nehmen wir doch mal einen Wasserangriff und einen Aufziehschlüssel mit. Ron, wenn du mit den Rohren fertig bist, vergiss die Puppe nicht. Jetzt wissen wir, welche nicht die Hosen anhat. Kein Signal, kein Ton. Okay. Okay, tote Leitung. Die Pension ist während des Sturms teilweise zerstört worden. Ich muss vorsichtig sein. Da geht's in den Keller. Man geht nie einfach so in den Keller. Das ist so dunkel, ich kann überhaupt nichts sehen. Aber da saß jemand. Habt ihr das gesehen? Es ist zu dunkel, ich kann überhaupt nichts sehen. Aber da saß jemand. Okay, Gästezimmer. Die Tür ist versperrt und der Raum dahinter scheint eingestürzt zu sein. Die Tür klemmt fest. Okay. Nein, danke. Die Entfernung ist zu groß. Ach so, dann können wir einfach hier die Holzplanke nehmen, ne? Und hier nehmen wir den Schlüssel. Und wir können ins Gästezimmer. Auch eine neue Glühbirne. Weil hier auch so einfach so beschaffen ist. LOL! Who or what on earth was that? Okay. Die Vermisste von Maple Creek. Zwei junge Frauen sind in den frühen 1980ern in Maple Creek verschwunden. Die Familien sagen nun, niemand glaubt ihnen doch. Ja, doch was? Leuchtpatrone ohne irgendwas anderes. Ach so, zu hoch. Dann stehen wir das halt hin. Und jetzt für das Licht. So. Ermittlung, ich habe mein Zimmer erreicht. Leider hat der Sturm es nicht verschont. Ich habe an der Wand wohl meine Hinweise zusammengetragen. Leider hat nur ein Hinweis den Sturm überstanden. Ich muss wohl oder übel von vorn beginnen und Hinweise sammeln. Wer ist diese Vermisste? Von jetzt an werden deine Beweise in deinem Zimmer gesammelt, anstatt auf der improvisierten Übersicht. Klicke, um fortzufahren. Du wirst außerdem Beweise verknüpfen und Schlussfolgerungen ziehen, um die Ermittlung voranzutreiben. Ziehe das Foto in den Kreis Vermisste. Großartig, du musst drei weitere Beweisstücke sammeln, um den Bereich für Vermisste abzuschließen und die erste Schlussfolgerung zu ziehen. Okay. Okay, das gehört da nicht mit rein. Aber hilf mir. Und vielleicht der hier, weil die ja vielleicht zusammengehören. Die Vermisste können da hinkommen. Nur wie der hier halt reinpasst, das weiß ich noch nicht. Da brauchen wir dann wahrscheinlich noch eins. Okay, Büroklammer, Banknoten und Teebeutel. Ja, weil ein Teebeutel hier drin noch so leicht zu finden ist. Okay, Geld. Geld.
Geld. Noch mehr Geld. So. Den Teebeutel sehe ich nicht. Und das andere Geld sehe ich auch noch nicht. Ja, das könnte vielleicht doch irgendwo drin sein, ne? Also zumindest das Geld. Ich dachte, das wäre ein Teebeutel, aber... Wäre ein etwas sehr seltsamer Teebeutel. Da ist der Teebeutel. Gut. Ist gleich Frieden und... Quaste? Ja, das macht es jetzt sehr einfach. Nicht, aber ich habe das andere Geld gefunden. Und die Büroklammer. Das war das Ad. Das ist Prozent. Frieden sehe ich aber auch nicht. Doch da, da ist Frieden. Okay. Kamm, Zirkel, Blitz. Den Blitz habe ich irgendwo gesehen. Da. Da ist das Zirkel. Und der Kamm. Der Kamm. Da ist ein Pfeil. Okay, brauchten wir sogar. Ist gleich, warte, das hier. Aber was meinen die jetzt mit Quaste? Ah, das ist eine Quaste, okay. Kamm. Kamm, Kamm. Kamm. Und Zeit. Büroklammer. Sehr schön. Ist hier hineingedrückt und steckt fest. Okay. Zugangskarte erforderlich. Nur EDS autorisierte Karten. Hier, Zugangskarte. Jetzt Lösung wird geladen. Ach du Scheiße. In sowas bin ich ja ganz schlecht. Okay. Okay, da darf ich auch keine mehr wegnehmen. Okay, das ist falsch. Okay. Das wäre richtig. Okay, das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Das auch. So. Numero uno abgeschlossen. Ach du Kack. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist richtig. 1, 2, 3, 4, 8. Ist auch richtig. 1, 2, 3, 4. Okay. Fünf und zwei. Da hinten darf ich nicht. Okay, hier weiß ich es noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5.
6 wäre auch falsch. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5. Ist auch richtig. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Okay. So weit hätten wir schon mal. Dann 1, 2, 4. 1, 2. Das. 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 Okay, das hätten wir auch. Und oh Gott, 1, 2, 3, 4. 10, okay. Hier kann ich halt einmal komplett schon runtergehen. Das vereinfacht dann das Ganze ein bisschen. Ach, das sind hier die... Da sind die Symbole. Das sollen die, glaube ich, darstellen. So. Das. 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 So, Zugriff gewährt. Ja, geil. Geheim, Special Detective Unit, Burlington Police Department, 11. Oktober 2011, streng geheim. Betreff, Kate Burrows, verschwand in Maple Creek am 9. Oktober 2011. Beschreibung. Kate Burrows, 19 Jahre, wurde von ihren Eltern als vermisst gemeldet, als sie Sonntagnachmittag nicht heimkehrte. Ihren Angaben zufolge verließ sie Burlington am Freitag, den 7. Oktober, um das Wochenende mit ihrem Freund zu verbringen, den sie 3 Wochen zuvor in Maple Creek kennengelernt hatte. Sie rief einmal zu Hause an, Samstag, 8. Oktober, 9.43 Uhr, um zu sagen, dass alles gut sei und sie wandern gehen würde. Ihr Handy sendete am Sonntag um 10.23 Uhr das letzte Signal. Auftrag für eine Kate Burrows. Okay. Ist ein kleines Mentos drin? Vermont, Maple Creek. Ein einmaliges Wochenenderlebnis. Wenn du dir die Hektik der Großstadt zu viel wird, besuche Maple Creek. Ein beschauliches Örtchen in Vermont, nördlich von Montpellier. Genieße die frische Luft dieses ländlichen Idylls. Besuche die historisch überdachte Brücke, sowie den Wachturm und erkunde zu Fuß die schöne Schönheit der Appalachen. Ja, schade, dass wir dienstlich hier sind. Gut, Forum. Maple Creek, lohnt es sich? Susi 1990. Hallo, war jemand schon mal in Maple Creek, Vermont? Ich plane einen Trip am Wochenende. Danke im Voraus. Danke, danke Susi. Mark J. Hi Susi. Ja, war dort letzten Sommer. Fantastische Wanderwege. Doch die Stadt selbst ist etwas unheimlich. Die Leute sind nett, aber ein wenig passiv. Ich würde viel mehr für den Tourismus tun, wenn ich dort leben würde. Selbst das Münzfernrohr auf dem Feuerwachturm ist im schlechten Zustand, von allen anderen ganz zu schweigen. Grüße Mark. Nick Knight. Schließe mich Mark an. Seltsame Leute in Maple Creek, aber eine schöne Umgebung. Bizarre Fälle. Teile mit uns, was wir mit dir teilen können. Okay, Maple Creek, Vermont. 1950 bei Maple Creek verschwunden. Unerklärliche Geschehnisse in Maple Creek. Die Vermissten von Maple Creek. In Maple Creek verschwunden. Keiner glaubt wahrscheinlich. Dunkle Geheimnisse. Okay, da unten kann ich leider nicht draufklicken. Dann wahrscheinlich hier hin und das hier zählt dann wahrscheinlich hier noch mit rein. Ja. Die Vermisste ist ein Mädchen namens Kate Burrows. Vermisst. Kate Burrows verschwand in Maple Creek am 11. Oktober.
Anscheinend ist sie in großer Gefahr. Ich muss sie finden. Außerdem gibt es in Maple Creek einen weiteren unaufgeklärten Fall dieser Art. Falls die beiden Fälle in Verbindung stehen, kann mir jeder Hinweis zu Hamiltons Fall helfen. Kate zu finden. Hamiltons Fall, eine Verbindung? Ja gut, der hier wird wahrscheinlich auch nicht zu Detective Hamilton gehören, ne? Nö. Okay. Weil, war zum Bedenken, ne? Oder ist jemand? Wer ist der und wo geht er hin? Weg! Tschüss, Piepmatz. Dieser unheimliche Mann muss heruntergesprungen sein. Ich würde mir den Hals brechen. Ja, ne? Gut. Dann haben wir hier einmal was. Und zwar eine Leuchtpistole. Oh, da komme ich noch nicht rein. Help. Help me. I remember now. No, you were wrong. You're still in great danger. We knew each other, and fairly well, it seems. I have to wake him up. Okay, da haben wir noch so ein Teil. Ich kann seinen Atem auf meiner Hand spüren. Er ist im Leben, aber bewusstlos. Ja gut, hier können wir wahrscheinlich recht wenig tun. Gerade am Überlegen. Hier konnte man auch nichts machen. Okay. Da auch nicht. Da auch nicht. Da kann ich ja mit ihm selber noch was machen. Das ist eine tiefe Wunde. Okay. Gästezimmer. Hier ist aber halt auch nichts, ne? Wo könnten wir hin? Kommen wir halt auch nicht ran. Hier fehlen uns noch ein paar Sachen. Da gibt es keinen Sinn, ne? Nothing but static. The radio must be broken. Schein muss verschwinden. Hier. Okay, jetzt kommen wir weiter. The bell tolls incessantly, as if it's summoning something. Maple Creek Tree, rote Eiche, Quercus rubra. Kurioses, ein weiterer Baum mit Namen Maple Creek Tree oder Canelgiant. Ein Küstenmammutbaum, Sequoia sempervirens, war der größte je gemessene Baum und wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gefällt. Ah, okay. Datengröße 87 Fuß, Baumkrone 103 Fuß, geschätztes Alter 550 Jahre. Durchmesser auf Brusthöhe
8,6 Fuß. Okay, Maple Creek Naturpark. Kann ich natürlich jetzt leider nicht komplett lesen. Hier ist was wir brauchen. Okay, da fehlt auf jeden Fall noch was. Aber wir haben zumindest ein weiteres Teil. Da kommen wir hiermit weiter. Endlich! So, die hat hier was Goldenes. Die hat hier so eine Pflanze. Hier ist wieder eine, die weint. Hier ist so einer. Nee. So. Aber hier stimmt etwas noch nicht. Jetzt. Jetzt stimmt es. So, allerdings, was in dieser Kapelle drin ist, das werden wir uns erst beim nächsten Mal angucken. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal helfen wir dem unbekannten Mann, schauen in die Kapelle und vielleicht finden wir auch heraus, was es mit diesen Kundenträgern auf sich hat. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich und wenn ihr mal Bock auf einen Stream oder so habt, dann schaut gerne auf Twitch bei mir vorbei. Ich heiße da ebenfalls AldariaLP. Und ist natürlich auch alles verlinkt und wenn ihr auch Bock habt auf eine recht witzige Runde im Discord, dann könnt ihr auch gerne auf dem Discord-Server kommen. Auch da ist alles verlinkt. Und ich würde mich über ein Feedback oder einen Kommentar oder ein Like würde ich mich sehr freuen. Und ja, vielleicht wollt ihr euch auch den düsteren dunklen Samtpfoten anschließen. Das ist der Name, den ich der Community quasi gegeben habe. Oder den wir uns alle zusammen ausgesucht haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. I came to Maple Creek in search of a missing girl, and I'd already started the investigation when... When what?